Damit Hallöchen, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Runde Rift, während der Rockel da im Hintergrund post und zeigt, was seine... Ach, er weint, der Arme. Naja, macht nichts, wir sind egal, es ist uns wurscht, wir sind einfach nur kalt, kaltherzig. Bin ja auch ein Personaler und insofern, hab heute übrigens, es ist, ja, ein Tag vor Silvester, ich habe heute drei Kündigungen ausgesprochen. Naja, egal. Wir sind immer noch hier in der Freimark, quasi da, wo wir gestern unser kleines Event abgeschlossen hatten. Das hat uns ja so ein bisschen überrumpelt oder beziehungsweise kam ganz gut, um die Sache ein bisschen aufzupeppen. Und wir sind dann hier in diese Gegend gekommen und haben hier gesehen, da sitzt einer hinterm Stein, der hat irgendwie, ja, Quests zu vergeben. Und die nehmen wir mal an, will ich behaupten. Einmal hier so, ich nehme die mal an hier so. Findet Beweise für seltsame Aktivitäten. Was? Wir gucken mal. Also, Geschichte. Ich habe mich hier versteckt und habe von außen beobachtet, was möglich war. Wir müssen da hinein und nach Beweisen suchen, was dort vor sich geht. Ich befürchte, dass die Abgründigen mich in der Nähe von Meridian gesehen und als Feind erkannt haben. Aber seid eines, was? Aber ihr seid aber sein, ihr aber seid ein neues Gesicht und werdet daher vielleicht keinen Verdacht erregen. Okay, also wir sollen rein und Beweise finden für seltsame Aktivitäten. Wir sollen mit einer Lena Linder reden. Ach du Scheiße. Und wir sollen den Hafen des Außenpostens am See untersuchen. Alles machen wir natürlich alles, weil es gibt wieder tolle Sachen dafür. Und auf geht's! Ich würde vorschlagen, wir werden erstmal uns mal gucken, wie die Lena aussieht. Hältst du von der Lena? Ich würde sagen, du gehst am besten nicht rein, weil wenn die dein Gesicht sehen, dann suchen die dich sofort. Ich gehe da mal allein. Da hat er natürlich recht. Guck mal, ich sehe schon auf der Karte, du rennst direkt zum Dingens. Nicht? Doch, ist ja richtig. Da, wo es leuchtet und funkelt, das muss angenommen werden. Warum habe ich das? Eine halbmenschliche Hand. Ist ja ekelhaft. Warum habe ich das nicht bekommen? Warum muss ich das immer gleichzeitig usen? Das ist für mich ein Rätsel. Wo sehe ich denn, unsere Gruppe? Wie kann ich denn unsere Gruppe irgendwie umstellen? Rechtsklick auf dein Bild. Da müsstest du deine Option haben. Öffentliche Gruppe, privat. Machen wir die jetzt mal. Gruppe verlassen. Freies Plündern, Gruppenbeute. Gruppenbeute, das ist doch, oder? Ich hab keine Ahnung. Du machst das schon. Oh, ich denke mal, dass das irgendwie so geht. Sehr schön. Das Gute ist, was der Rockel nicht erzählt hat, in der Pause kamen quasi uns noch mal ein paar Invasoren da in der entgegen und die waren dann doch ein bisschen heftig. Die haben uns dann doch noch alle aufgenatscht. So ein bisschen. Die haben uns ordentlich gegeben. Richtig. Was ist das hier? Das ist Lena. Lena Linder. Die Gute. Sieht sie denn hübsch aus? Hast du mal geguckt? Schneckelchen. Du siehst ja eigentlich ganz normal aus. Sieht richtig schön aus. Wie ich einfach tausendmal so groß bin, wie du, geh mal in die... Also, du kannst ja so nah ranzoomen, dass du eine First Person bist eigentlich schon. Na, so viel größer bist du nur oben oder nicht? Oder steh ich auf einem Hügel? Ich kann voll über dich drüber gucken. Ach, das bildest du dir nur ein. So, Lena, sei gegrüßt, Etiana. Ich mache ganz normale menschliche Dinge, weil ich ein normaler Mensch bin. Aha, das ist ja toll, Lena. Guti, müssen wir nur noch eins machen? Den Außenposten untersuchen. Und der ist hier unten. Das dürfte ja nicht lange dauern. Hier gibt es am Außenposten so ein paar Figurchen, soll heißen. Da sind so hässliche Dinger, die sich gleich in irgendwas verwandeln werden. Du siehst, da sind gelbe Leute und auch rote Leute. Rote greifen sofort an, gelbe erst dann, wenn du sie angreifst. Und ich glaube, du musst die... Geh mal hoch und dann verteidige dich einfach mal. Bei der Uschi da. Guten Tag, Frau Uschi. Hoch kann ich. Ach, keine freie Sicht. Na, ist ja toll. So, zack. Wie geht's? Das ist ein bisschen doof, wenn wer jetzt keine freie Sicht hat, ja? Bäm. Quest angenommen. Na ja, komm, nimm an. Passt schon. Dann können wir gleich 8 von den Leuten töten. Du kannst ja den Hilfsarbeiter, siehst du ja beispielsweise, genau. Der verwandelt sich dann gleich, bäm, in ein hässliches rotes Etwas. Gelbes Etwas. Wesen der Tiefe. Muss ja spannend. Haben wir noch eine Quest? Nee. Müssen wir nicht. Wesen of the Deepness. Wesen of the Deepness. Wir brauchen, glaube ich, bloß die Uschis. Alter! Jeps. Bumm. Kommst du klar mit dem? Stirr! Warum kann ich nicht? Ich ziehe es bereits. Also, ich habe doch umgeschaltet. Also, manchmal frage ich mich selber, was ich hier für Käse baue.
Ja, du brauchst wirklich Käse an, das ist lecker. Welchen denn? Natürlich, ach Käse, ich könnte jetzt wieder was Überbackenes essen, weil ich habe nämlich noch kein Armbrot gegessen, seitdem ich nach Hause bin. Aber erstmal den Stinker, der Katze. Ja, die Katze hat was gekriegt. Ja, natürlich. Du brauchst übrigens die ganzen gelben nicht so nehmen. Das ist nicht so wichtig, weil für die kriegen wir... Wir brauchen nur die roten. Nimm mal die roten und auf dem Schiff, glaube ich, irgendwie müssen wir gucken, irgendwie muss es hier was zum Untersuchen. Ich weiß jetzt nicht, wie wir diese Quest hier lösen, aber irgendwie muss das gehen. Guck bei den Schiffen. Wir lösen sie einfach irgendwie. Hat die gerade geblockt? Ach so, warte mal. Huch, guck mal, Untersuchung am See. Die ist schon abgeschlossen, sehe ich gerade. Total Käse gemacht. Ja, wir müssen noch besiegte Mystiker und Arkanisten der Abkunft. Ja, die machen wir noch. Und guck mal auf die Karte, da ist irgendwie auf der anderen Seite von dem Steg, da blitzert es irgendwie. Irgendwie müssen wir da mal hin. Oh Mann. Ich wollte es nicht sagen. Rockel, du kommst da nicht mehr. Artefakt. Ja, hier, also da. Yes. Sehr gut. Flups, was habe ich denn für ein Artefakt? Elegante Klinge. Okay. Flup, rein damit. Sehr schön. Wo hast du das denn jetzt hier vorne? Ist das nee, noch nee, da? Das kannst du dann nur einer. Das ist aber ein Daily Spawn, glaube ich. Das heißt, wenn du morgen wieder herkommst, kannst du das gerne einsammeln. Das heißt, hier war heute vor uns noch gar niemand. Das ist ja mal ein tolles Gefühl irgendwo gewesen. Ich weiß nicht, was noch niemand gesehen hat. Das ist mal. Ich weiß nicht, ob das. Daily spawnt oder vielleicht alle 5 Stunden oder so, keine Ahnung. Ich glaube, das Ding ist hier unten drunter, oder? Hier ist doch noch irgendwas. Ja, nee, mach mal den Hilfsarbeiter hier. Was ist denn das eigentlich hier? Ach nee. Ich möchte was kaufen. Das ist, sorry. Das ist bloß dieser Buppelbumm. Nee, komm. Das war halt ein Fehler von mir. Die falsche auf dir drauf. Ich stehe. Gleich hat die Mystikerin an. Aber nur noch 5 von 8. Wo? Aufs Schiff, da müsste auch noch einer sein. Oder hinten, ganz hinten, da steht ja noch einer. Genau, hol sie dir mal ins Boot, die Gute. Ich hol sie mir alle. Geht's dir gesundheitlich? Alles schon. Getroffen! Na, kannst du ja mal einen Buff gebrauchen, ne? Flupp. Hier ist nur noch ein Arbeiter. Was ist das? Nur noch Arbeiter. Da ist noch so einer. Ja, du machst das schon. Weißt du, was ich mit dem jetzt mache? Mach mal. Was ist das denn jetzt? Robustes Kettenhemd der Weisen. Bedarf. Und zack! Kommst du klar mit? Aua. Ja, passt schon. Ja, ja. Oh, du hast ja schon 1000 HP. Ich bin gerade... Ach, na gut. So weit entfernt bin ich auch nicht. Ich hab vergessen anzugreifen. Lässt er mich einfach hier alleine? Flupp. Brauchen wir noch einen? Sie. Da hinten vielleicht irgendwie? Noch einen roten. Guck mal den großen hier, den hier oben. Der da gerade auf dem Dach steht, auf dem Deck steht. Nicht der dicke, sondern der große hier oben. Was ist mit dem? Das ist doch keiner, oder? Mach den einfach mal an. Ach so, naja. Hätte ja sein können, dass das so ein hässlicher ist. Wenn nicht, oben sind schon wieder da drüben. Ich sehe noch einen. Komm her, Schätzelein. Wie, die ist jetzt hängen geblieben. Willst du mich jetzt eigentlich verhohnepiepeln? Verhohnepiepeln. Flupp. So, das Wesen aus der Tiefe ist schon mal Geschichte. Und die da oben, die Pushy. Pushy? Ach so. Pushy ist auch Geschichte. Wenn ich es jetzt nicht besser wüsste. So. Quest abgeschlossen. Sehr gut. Achso, können wir gleich mal annehmen. Was kriegen wir denn Schönes? Nur eine Belohnung. Okay. Habe ich nichts dagegen. Wir sind uns übrigens hier, diesen See, den du siehst, der ist, können wir mal kurz reinhüpfen. Der ist komplett, flupp, beschwimmbar. What, bis da hinten hin? Jo. Tutti kompletti. Und das Krasse in dem See ist, ich kann ja mal kurz auf M drücken, der See des Trostes ist das. Es gibt natürlich selbstverständlich auch noch mehrere Rätsel und Geheimnisse drin. Ne? Und ich weiß jetzt leider nicht mehr, also es gibt ja pro Region hier in Telara, pro Region gibt es ein Rätsel zu lösen.
Also ein Rätsel, wo du dann einen staubigen Sack bekommst. Und in diesem staubigen Sack, so heißt er wirklich, gibt es dann verschiedenste Belohnungen. Und es gibt auch hier in Freiland eine. Und dieses Rätsel, das werden wir auch dem, also wir werden morgen noch bestimmt hier in der Gegend sein. Ich weiß jetzt leider nicht, wo es hier lokal gelagert ist. Wahrscheinlich lokal, ja. Lokalitätisch, gibt es das Wort überhaupt? Ich habe keine Ahnung. Na jedenfalls, hier kann man sich tot suchen in diesem See. Und teilweise musst du auch so tief tauchen, dass du in bestimmte Schluchten gerade mal so wieder das Licht der Sonne entdeckst. Und ich weiß nicht, wo es ist. Schade. Ich dachte, ich habe Glück und tauche einfach mal auf den Boden. Auf den Grund der Tatsachen. Verdammt. Naja. Unser Ground of the Tatsachen. Unser Ground quasi. Mit Leertaste gehst du übrigens direkt nach oben. Also straight nach oben. Ja. Nur mal so zur Info. Können wir mal gucken. Aber momentan bin ich sowieso auf Folgen, weil ich noch genug Atem habe. Ja, ich werde gleich auftauchen. Ich will mal kurz einen Krater möchte ich suchen. Da möchte ich gerne runtertauchen. Erstmal Luft holen, damit wir wieder hier ein bisschen weiterkommen. Können wir ja mal die Folge hier in den See entdecken. Müssen wir nicht immer nur questen, wir können auch mal die Welt entdecken. So, hoch. Zack. Flup, flup, wir sind da. Hallo. Flup, flup. Ja, die Kameraführung ist natürlich wieder vom Fromse Feinsten. Kommst du gar nicht mehr raus. So richtig, wa? Ja, wenn ich nach unten gucke, wird mir schon wieder ganz anders. Oh, guck mal, wir sind ja direkt über so einer schönen Schlucht. Das ist ja nice. Ist doch geil. Was? Also schön ist es ja, aber die Kameraführung hier ist grausig. Ja. Das ist ein großer Nachteil und wir werden einfach mal direkt wieder in die Tiefe tauchen. Flup, flup, flup. Mal gucken, ob ich was finde. Wir werden wahrscheinlich... ich glaube, gar nichts großartig. Warte mal, ist das hier richtig? Nee, komm mal, hier geht's hoch. Wir müssen in die Richtung. Geht nämlich noch viel, viel tiefer, weil das ist hier viel zu flach. Für das, was wir brauchen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, ja. Was willst du denn haben? Mal ganz ehrlich. Da unten gibt es eine Rüstung. Ich weiß nicht, ich glaube, das ist sogar für Level 20 erst. Ist ja auch total big. Aber es sieht total toll aus. Guck mal, da oben hast du die Sonne direkt. Die Sonne. Oh. Die Sonne. Sunlight in the morning. Müssen wir mal gucken. Ich glaube, zur Hälfte müssen wir wieder auftauchen. Oh, guck mal, was ist da hinten? Ist da was? Ist da was? Ist da was? Sehe ich da was? Sehe ich da was? Ist da was? Ja, das leuchtet! Darf ich zuerst nehmen? Darf ich? Wir tauchen dann gleich nochmal unter. Was ist denn das? Wird durchsucht. Ich habe irgendwas bekommen. Ein nasser Sack habe ich bekommen. Ich tauche mal direkt auf. Wegen Luft holen, weil sonst schaffen wir das nicht mehr, ehe es hier wieder gespawnt ist. Und dann tauchen wir gleich nochmal für dich hier direkt runter. Ist das nicht toll? Wie kann man denn straight nach unten tauchen? Geht das auch? Ich habe keine Ahnung. Aber das kriegst du ja. Guckst einfach, nicht nach oben. Da geht's straight nach unten. Ich meine, du hast ja jetzt hier so ungefähr die... Guck mal hier, wenn du nach unten guckst, du hast ja die Schlucht, die teilt sich ja, die gabelt sich ja hier. Da hast du ja so ungefähr. Und dann wirst du das schon finden, wo es ist. Das gute Stück. Ja. Sicher. Sicher. Wie gesagt, also aus einem Mario-Let's Play habe ich mal ganz schlimme Erfahrungen mit Unterwasserwelten gemacht. Echt? Was heißt Let's Play? Einfach nur gespielt. Als ich ganz klein war, ich hab's gehasst. Ich tauche nach unten. Jetzt schon? Okay. Wo bist du? Wo bist du? Wo bist du? Da bist du. Alles klar. Mit diesem aus Mario 64, hast du das vielleicht mal gespielt? Nee, Mario 64? Ich habe kein Nintendo 64 gehabt. Ich hatte damals ein Super Nintendo gehabt, da war ich in Super Mario World, da war ich der Champion. Also da war ich wirklich, also es ging sowas von rasant. Das habe ich auch gesuchtet, 15.000 Mal durchgespielt und dann immer wieder von vorne angefangen, weil es einfach nur so cool war. Und nee, ist glaube ich der falsche Gang, oder? Wir müssen hier so hin. Ich glaube... Ah, es ist wieder da. Yay. Ah, sehr gut. Go Rockel. Hast du es?
Einlass. Sehr schön, den machen wir mal am Dings auf, am Strand des Verdauens. lecker. Na jedenfalls, Mario war schon immer mein Lieblingsgame. Ist bisher auch nichts weiter rangekommen. Also es gab kein Game, was ich dann nicht mehr so gesuchtet habe wie Mario. Mario World, wohlbemerkt. Du meinst Super Mario Richtig, World, genau, war? genau. Ja, ja. Das war der oberkrasse Shit. Das war... Ach, das war so schön. Ja, die Mario-Spiele sind einfach zeitlos gewesen. Vor allem sind die. Zeitlos. Jetzt muss ich mal gucken. Jetzt sind wir hier direkt an dieser Gabel. Ich muss mal was schnell was... Es war, glaube ich, es sah so ähnlich aus. Vielleicht finden wir ja doch das Rätsel. War so eine Anordnung von Sachen im Kreis. Und hier ist... Doch, da ist es. Ja! Jawohl! Sehr schön. Wir tauchen mal kurz auf. Und dann machen wir das Rätsel hier. Juhu! Na bitte mal. Habe ich es auch noch gefunden. Was muss man denn da machen? Kann ich dir gleich erklären. Aber wir brauchen frische Luft dazu. Und ich glaube, wir müssen auch zweimal machen. Das heißt, wir müssen zwischendurch auch nochmal auftauchen. So, ich nehme nur einen Schluck Luft. So. Ja, du sollst den Schluck auch nehmen und nicht einen aus. Und wieder runter. Du sollst nicht wie ein Kugelfisch aufblasen hier. Ach so. So, und zwar folgendes. Du siehst diese Teile, die ist eigentlich ganz einfach, diese Quest, also dieses Rätsel. Die sind da so ein bisschen, die blitzen ja so auf. Und wenn die aufblitzen, musst du sie, glaube ich, berühren und dann bleiben die stehen. Und das musst du halt mit allen schaffen. Und dann, ich fange mal an, ne? Oder, ach nee, du hast schon. Okay, dann mach du weiter. Dann mach aber auch alles. Du brauchst bloß in der Mitte stehen bleiben und die Maus einfach bloß hin und her wegen, weil du hast die Reichweite, ach so, passt schon. Okay. Genau. Genau. Hallo? Da? Ich hab's doch! Diese Sau. Ha! Na los! Ja, wo kommt der nächste? Da. Und da. Und da. Da. Und da hinten. Und da. Yo! Da, Kiste aufmachen. Ich gehe schon mal wieder hoch, Luft zu holen. Ein rostiger Schlüssel und einen staubigen Sack müsstest du bekommen haben, oder? Schlafen bei den Fischen und einen staubigen Sack. Genau. Ich glaube, mit dem Schlafen bei den Fischen kannst du jetzt länger unter Wasser atmen. Ich weiß nicht, ob das jetzt ein Bonus oder ein Dingens ist für immer und ewig. Ich habe gar keinen Atem mehr, lol. Oder so. Aber ich glaube, ich weiß nicht, ob das jetzt nur temporär ist. Hast du oben so eine Zeit? Ja, das ist 7 Minuten und 30 Sekunden. Ah, okay. Also theoretisch könnte man jetzt unter Wasser ordentlich tauchen. So. Ja. So, flupp. Ich fange schon mal an. Ungültiges Ziel? Ja, ich bin sowieso da. Ich schau dir mal ein bisschen zu. Wieso ungültiges Ziel? Das verstehe ich ja jetzt nicht. So. Flupp. Ich habe gefluppt. Warum? Gefluppt. Warum geht das nicht? Da endlich. Na. Ah, da ist er. Siehst jetzt, was mein Problem bei der ganzen Sache war? Ja, ich sehe es. Du kannst, glaube ich, übrigens mithelfen. Wenn bei dir auf der Seite da was ist, klick es mal an. Hab ich nämlich bei dir auch gemacht. Jawohl. Alter, bist du schnell? Lecco mio. Könntet ihr mal auftauchen, ihr Viecher? Das ist jetzt halt einfach. Hallo? Auftauchen. Jetzt. Da ist doch noch eins. Und zack. Alter, bist du... Tauch auf! Du machst das Letzte. Yeah! Bim! Pow. Sehr schön. Kistchen. Boop. Schlafen bei den Fischen. Staubiger Sack. Sehr schön, da ist unser Sack, unser nasser Sack. Und die werden wir jetzt mal am Strand lüften. Was hättest du davon? Wir gucken uns mal gleich auch direkt einen schönen Strand aus. Ich würde ja gerne mal in so eine... Hier unten da, so in die Region vom Schimmersand. Ich glaube, die war toll. Wir tauchen mal auf. Und, Hast du auch destillierte Todesessenz? Destillierte Todesessenz? Wovon? Hä? Wie? Was? Ich habe hier eine destillierte Todesessenz und eine destillierte Lebensessenz. Ich habe keine Ahnung, wovon du sprichst. Aber jedenfalls habe ich es nicht. Gut. Ich glaube... Dann bin ich jetzt wahrscheinlich der OP-ste Spieler auf dieser Welt. Mit Sicherheit. Davon gehe ich aus. Da ist so ein Häuschen. Da müssten wir eigentlich hin. Da ist unsere Quest. Ich guck mal gerade. Nee, der Weg ist zu weit. Das ist eigentlich blöd.
Wir gehen einfach mal hier rüber. Hüpf, hüpf. Oder ist denn der Weg wirklich? Naja, gut. Wir können jetzt während des Let's Plays ja mal hindüsen. Und dann später wieder zurück. Ah, hier ist eine Palme. Die ist schöner. Da machen wir es uns auf. Da machen wir es uns, Rockel. Was hältst du denn davon? Da machen wir es uns auf. Müssen wir es gucken. Wenn da Viecher sind, dann... Ich bin ein Speedboat. Was hast denn du gemacht? Du passt übrigens auf, wenn da Viecher kommen, die hauen uns, glaube ich, weg, weil das ist eine Region, die ist für Level 50er gedacht. Ach, lustig. Oh, wollte ich nur mal gesagt haben. Warum kann man nicht über die Wasserfläche gucken? Aber so, wenn man in Richtung Sonne guckt, sieht schon nice aus. Kann man sich ja nicht beschweren. Zwei einsame Paddler. Haben sie bestimmt viel Geld dafür ausgegeben, für diesen Sonneneffekt. Mit Sicherheit. Ich würde so gerne über Wasser gucken. Ich auch. Ging eigentlich vor einer Weile mal, aber ich kann mir bloß unter den Rock gucken. Ich weiß auch nicht, ob das so eine gute Idee ist. Oh, da unten. Alter, pass bloß auf. Da ist so ein Viech. Ich hoffe, das sieht uns nicht. Oh, okay. Quest angenommen. Willst du mich verarschen? Oh. In uns drin. Ah, oh, scheiße. Du bist tot. Geh an Land. Versuch's, an Land zu schaffen. Nee, bin tot. Bin ich jetzt auch tot? Nee, ich bin noch nicht tot. Dann machen wir Folgendes. Ich belebe dich mal wieder. Ich bin mal halt so. Ja, versuch zuerst mal bei mich zu kommen. Ich bin schon neben dir. Das passt schon. Ist gerade tatsächlich in uns ein Riss aufgegangen. Ernsthaft? Ich meine schon. Ich habe irgendwas hinter mir gesehen, habe mich umgedreht und da war das Ding da hinter mir. So. Orkelchen, wo bist du? Ah, du bist bei mir. Okay, komm, lass uns mal direkt an Land. Nicht, dass wir noch so ein Viech anziehen. So. Und ich hoffe, dass jetzt hier über Land nichts ist. Tatsache. Doch. Ach du Scheiße. ja. Dünenkrabbler. Wir lassen mal den Dünenkrabbler. Welches Level ist denn das Ding? Warum das hat ist das hier Stufe unbestimmt Bestie? Naja. Komm, lass uns mal hier in die Richtung gucken. Okay. Du bist das muss ich dir jetzt gerade mal so sagen. Na, ich wollte. Du bringst uns ins Grab. Ja, das ist richtig. Guck mal, da hinten ist auch ein Riss. Sind wir gerade hier in einem Event? Da leuchtet was. Ist das hier? Ach so, guck mal hier, Schimmersand. Wir sind in einem Event drinne. Stufe 43 bis 50. Und hier ist ein schöner Texturfehler oder zumindest sieht es hässlich aus, diese scharfe Kante im Wasser. Das ist ja ein tolles Arm. Was denn für eine scharfe Kante? Also, die sieht man dann wahrscheinlich nur bei mir oder so. Möglich. Lange Rede, kurzer Sinn. Lass uns mal den Staub in den Sack aufmachen. Komm, wir gehen den Riss aufmachen. Wir gehen was aufmachen? Einen Riss aufmachen? Nee, den gehe ich nicht aufmachen. Kannst du gerne selber aufmachen gehen? Ich nicht. Ohne mich. So, in meinem... Ihr erfüllt nicht die Anforderungen des Gegners. Es sind beide Level 15 bei mir. Ich dachte, die kann man wenigstens aufmachen, ey. Geil. Jetzt habe ich... Sind wir jetzt extra hierher, um nichts zu machen? Ja, du hast es ja fast, Rockel. Es ist schön. Aber wir sind doch... Das ist doch toll hier. Wenn ich könnte, würde ich dir gerade dieses Ding in den Kopf stecken. Ich habe doch noch meinen Hirtenstab. Du mit deinem kleinen Krückstock da. Oh Mann. Okay, wir müssten dann halt zurück irgendwie mal so. Und am besten so, dass man uns nicht sieht. Am besten, hier guck mal, unten lang. Am Boden lang. Am besten like a speedboat. Was hast du gemacht, dass du so schnell bist? Ich habe diese Fiole nicht bekommen. Das ist Beweglichkeit, das ist von dem Krieger, den ich habe. Ach so. Das ist die eine Fähigkeit. Ach, ich verstehe. Okay. So. Na gut. Dann sind wir... Ich wiederhole jetzt noch einmal, der Stinker hat's verkackt. Ach, erzähl doch nicht. So, hier gucke ich. Ach, hier waren wir ja. Das ist ja diese. Okay. Wie das aussieht. Hm? Wenn man nach dir guckt, wie du einfach so über diesem riesigen drüber bist. Über der riesigen Schlucht. Ja. Ja. Hast du was dagegen oder was? Nein. Ich muss mal gucken. Okay. Hier gibt es doch viel mehr und in diesem trostlosen See. Aber, das ist alles. Ich glaube, Quests oder sowas gibt es hier nicht. Vielleicht nur irgendwelche Geheimnisse oder so, weil ich denke mal, in diesen Schluchten, ich hab auch noch viel mehr gefunden in diesen Schluchten. Artefakte findest du hier sicherlich auch noch. Da gibt es aber auch
wesentlich oder viele, viele, viele Seiten, die sich mit sowas beschäftigen. Da braucht man eigentlich, wenn man Langeweile hat und nicht selbst erkunden will und quasi das RPG-Feeling nicht so haben möchte, guckt man einfach auf diese Seiten und dann kann man sich das anzeigen lassen. Mit diesem Quest wusste ich aber irgendwie, also mit diesem Rätsel wusste ich schon, das hatte ich vorher schon mal gemacht und so. Ne? Also mehrfach jetzt, weil ich ja noch einen Charakter hatte früher mal, den hatte ich dann aber auch noch nicht bis 42 gepusht, also so wie ich jetzt den anderen quasi gepusht habe. Naja. Immer diese Pusher. Push-up-BHs. Push-up-BHs? Was ist los? Oh, wir sind einmal im Häuschen. Doch. Wir sind fast da. Ist das nicht schön? Ach ja. Und es. Sind wir gleich da? Ich will ein Eis. Also manchmal kommt das kleine Kippen durch. Ich was das zur Hölle ist das? Was ist das da? 15 Level. Böse. Kannst ja mal den hier vorne mit einem Einmischen holen. Diesen komischen Ziegenbock. Da können wir mal gucken, ob da was ist. Komm mal her, Schatzipu. Alter, kommt der los? Tut er. Halt zu, halt zu. Ja, danke. Hau den bitte kaputt. Wäre ein Traum. Ich kann da nicht. Rockelmann, ist er tot? Jetzt. Quest angenommen. Bist du verrückt? Was nimmst du immer alle Quests an? Ich könnte kotzen. Weißt du was? Du stinkst. Ich gehe. Geh doch. So, wir machen jetzt Folgendes. Wir gehen mal schnell noch hier zurück, weil hier ist ja, aber hier unten rum, weil die Viecher sind noch ein bisschen heavy. Aber da müssen wir sowieso gleich wieder hin. Insofern passt das schon. Heavy like heavy metal. Ja, ja, ja. Und dann geben wir diese Quest mal ab und dann beenden wir, glaube ich, den Part. Wir können doch keinen Part. Das sind Spinnen, die brauchen wir nicht. Pass auf. Walter, hier ist auch eine dicke, hässliche. Komm mal her, du. Heilst du mich? Toll. Lach mich jetzt nicht hängen. Hallo, die geht eigentlich. Die ist ja bloß Level 14. Das ging. Das ging. Ah. Man sollte es nicht übertreiben. Ah. Ha, hast du ein Geschenk gefunden? Was war das jetzt? Verwenden wählt das Set für dieses Artefakt. Ach, hast du ein Artefakt gefunden? Ach, sehr gut. Da musst du, wie gesagt, rechtsklick, dann hast du halt diesen Artefakten-Gedöns und dann kannst du das sammeln und später, wenn du das alle zusammen hast, dieses Set, gibt es eine Belohnung. Schön. Du hast den gerade selbst kaputt gemacht. Ja, ich brauch dich nicht immer. Guck mal, hier ist zum Beispiel auf diesem Stein sind so eine hässliche, was ist das? Kupferader. Das sind halt für den Beruf des Bergbaus. Kannst du dann soweit immer abfarmen. Gibt halt verschiedene Berufe. Aber da werden wir später nochmal drauf eingehen. Weißt du, was ich jetzt noch gerne machen würde? Den gelben, der da. Ja. Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Hier vorne ist so ein kleiner hässlicher. Das ist ein unseliges Scheusal. Der kommt mit Sicherheit auch, wenn du den dahinter pulst. Gebe ich dir Brief und Siegel. Dann pull ich halt zuerst den. Mach erstmal den kleinen, da. Genau. Warum kann ich dich nicht angreifen? Hallo? Ah. Bums. Ah, oh. Sehr gut. Super reagiert. So, kurz warten. Dann kannst du erstmal den. Alter, hat der mich gerade erschreckt. Mich aber auch. Ich dachte gerade, du bist an mir vorbeigesprintet und läufst da jetzt so rein. So, jetzt kannst du den hässlich gelben da. Den Brandstifter, den Freveler. Ihr müsst ein Ziel auswählen. Komm her! Er haut gar nicht rein, ne? Flup. Oh Gott. Warte, 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 warte. Flup, flup. Puh. Puh. Toad. Meine Fresse. Nicht schlecht. Nice. Na komm, den anderen kriegen wir jetzt ohnehin. Den flammengehärteten Schrecken. Flup. Zack, komm her. Du müsst natürlich auch noch angreifen, das wäre auf jeden Fall wichtig. Ja. Ich müsste dich auch heilen, das wäre noch viel wichtiger, glaube ich. Und wenn du mich nicht heilst, bist du, glaube ich, selbst tot. Ja, ja, natürlich, natürlich. Dann kann er hier nochmal so, zack, noch ein bisschen heller. Schwupps. Sehr gut. Na, passt ja. Okidoki, wir sind schon bei 30 Minuten. Eigentlich. Warte mal, wie viel sind es denn? Oh, sehe ich auch gerade. So vergeht die Zeit in Rift. Wir machen
hier morgen weiter an dieser Stelle? Joa. Können wir so machen. Also übermorgen an dieser Stelle. Insofern, genau. Die Quest, die wir da abgeben können, die können wir später nochmal abgeben. Oder warte mal, die ist ja gleich hier, wa? Oder? Seht ihr das richtig? Ach nee, das ist so eine unselenische. Achso, nee, ist sie nicht. Die ist ein bisschen weiter weg. Okay, passt schon. Dann geben wir uns hier morgen mal die Kante, wollte ich gerade sagen. Geben wir uns morgen mit in den Scheusalen hier mal die Klinke in die Hand. Und ich sage mal, Moment, so. Großaufnahme. Er tanzt wieder. Ich wollte eigentlich nur diesen machen. Tschüss. Tschüss. Tschüss, bis morgen. Beziehungsweise bis übermorgen. Genau, tschüss. Bis dahin, danke fürs Einschalten. Vergesst nicht Facebook, wenn ihr mitspielen wollt. Da posten wir, wann wir das nächste Mal hier mit an Bord sind. Bis dahin. Genau. Tschüss und bis dann. Bis denn.